Tweet abgeschickt. Wir fangen an. Okay. Okay. Also, Lara ist wieder da. Ich bin's, der Sepp, und das ist der Sascha neben uns. Und der Sascha möchte Generalsekretär der Piratenpartei Hessen werden und möchte uns Rede und Antwort stehen zu einigen Fragen, die sich da im Pad angesammelt haben. Weiß ich nicht, aber du musst. Ob du möchtest, aber du musst. Okay. Und jetzt bist du schon mal hier. Dann fang doch einfach mal an. Red was, sag was über dich, dein Pirat sein. Name, Alter, Familienstand und so. Beruf. Ich heiße Sascha Neugebauer, komme aus dem Hochtaunuskreis, genau gesagt aus Ansbach. Bin 31 Jahre alt, bin ledig. Beruflich bin Projektentwickler im Immobilienbereich, also nicht die klassische Piratensparte Software. Was wollt ihr alles genau wissen? Familienstand noch und Alter? 31 und ledig. Okay. Politische Vorgeschichte? Zählt das von anderen Parteien angekotzt sein als politische Vorgeschichte? Wenn du Mitglied warst, ja. Nein, war ich nicht. Also keine Parteizugehörigkeit, keine großartigen Besuche, fremde Stammtische und ähnliches. Und andere Vereine, Organisationen? Nicht unbedingt politisch motiviert. Zählt Slow Food als politische Organisation? Das was? Slow Food. Es muss ja keine politische Organisation Nein, sein. Also im LV Blume haben sie alle den ADAC aufgezählt. Abgesehen von der Piratenpartei Deutschland nur noch die Piratenpartei Schweiz. Okay, wieso in der Schweiz? Die hatten mal Mitglieder gesucht. Ach so. Da ging es, glaube ich, um irgendeine Spendenaktion. Ähnlich wie die Schweden vor einiger Zeit. Okay. Dann, in welcher Farbe lackierst du dir die Fußnägel? Ich weiß, das fällt jetzt unter Transparenz, aber das ist ein wenig persönlich. Für gewöhnlich lackiere ich es mir nicht gar nicht. Okay. Dann behältst du das am besten für dich. So. Wie bist du zu den Piraten gekommen und warum bist du Pirat? Ich bin seit Mitte 90er online aktiv. Zum Teil hat man eigenen Lärm mitbekommen, dass manche Seiten nicht mehr zu erreichen waren, Inhalte wurden gesperrt oder ähnliches. Gleichzeitig gab es so anfangs relativ obskure Meldungen von einer neuen Gruppierung aus Schweden kommt. Dann gab es noch die Debatte innerhalb dieser Gruppierung, sollte man Verein werden, sollte man Partei werden und ähnliches. Da hatte ich die Piraten seit 2007 grob auf dem Schirm gehabt. Mhm. Wollte 2009 Mitglied werden. Ersten Mitgliedsantrag habe ich 2009 im Februar abgeschickt. 2009 habe ich insgesamt 7 Mitgliedsanträge abgeschickt. Auf keinen einzigen habe ich eine Antwort erhalten. Okay. Sei es vom Bund, sei es vom Land. Dadurch ein wenig frustriert. Und letztendlich, als wir dann den Kreisverband Hochtaunus hatten, hatte ich gedacht, okay, noch eine Chance, gehst mal mit hin. Zufälligerweise Kreisverband wird ausgefüllt und 2 Wochen später positive Nachricht bekommen. Das heißt, ich bin eigentlich definitiv buchhalterisch seit April 2010 erst Pirat. Ah, okay. Und welche Ämter hattest du in der Partei schon inne, beziehungsweise was hast du generell für Aufgaben übernommen? Offizielle Ämter bisher nur eines, das ist Beisitzer im Kreisverband Hochtaunus. Mhm. Mit der Aufgabenverteilung laut GO, Mitgliederverwaltung, Mitgliederbetreuung, also quasi Generalsekretär. Aufgaben eigentlich überall, wo was nötig war, mit angepackt. Wirklich exponiert war stellvertretender Chefredakteur der Flaschenpost. Ansonsten keine AG-Leitung oder ähnliches. Und das Klassische, also Infostände, Mahnwachen und so Sachen? Mehr als genug, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Okay. Plakate habe ich nicht mitgezählt, wie viel ich aufgegangen hatte, wenn das jetzt auch noch die Frage ist. Ja, du musst es in Kilo angeben. In Kilo? Oh, das waren noch die auf Hartfaserplatten. Die waren noch etwas schwerer, ich weiß es gar nicht. Okay. Welche Interessenschwerpunkte hast du politisch und privat? Also ich sehe Politik als ein Feld an, wo drin sich jeder beteiligen sollte. Das heißt, ich möchte eigentlich die Zugangshürden generell senken, auf das sich jeder einbringen kann. Das muss nicht unbedingt bei uns sein. Es wäre natürlich sehr lieb, aber Hauptsache, er fängt an, sich für Politik zu interessieren und zu engagieren. Mhm. Das heißt wirklich dann Bürgerbeteiligung oder Mitmachpartei oder wie auch immer wir es gerne nennen.
Ansonsten privat. Ich bin Pirat geworden, weil mir vieles gestunken hatte, was in der Politik gelaufen ist und läuft. Aber das ist zum Teil themengebunden, je nachdem, was man wieder mit hochkocht, wo ich eine wirklich zum Teil vom Medien-Mainstream abweichende Meinung habe, was, denke ich, auf sehr viele Piraten zutrifft. Und unpolitische Interessenschwerpunkte, die du privat hast? Zählt Reenactment, Geocaching? Es zählt alles, was dich interessiert. Okay. Und glaubst du, dass deine Wahrheit die alleinige ist oder lässt du auch weitere zu? Philosophisch gesehen gibt es keine Wahrheit. Es gibt eigentlich nur das, was man als wahr empfindet. Und von daher, ja, es gibt mehrere Wahrheiten. Auch von einem objektiv dargestellten Ereignis, jeder nimmt es anders mit wahr, hat andere Aspekte, die er wichtig erachtet oder einen Hintergrund, den er mit reinbringt. Okay. Welches politische Konzept sagt ihr eher zu? Integration und Anpassung an den Politikbetrieb oder beobachtende, kontrollierende und unabhängige Arbeit? Die unabhängige Arbeit. Das Angepasstsein, schön und gut, es gehört vielleicht ein Stück weit dazu, um in den Medien mit aufzutauchen, um die eigenen Punkte publik zu machen, aber ganz ehrlich, ich sehe die Piraten nicht unbedingt als diejenigen, die sich anpassen sollten an manche Gegebenheiten, siehe es Aufstellung von Kandidaten, Abberufung von Mandaten, Mandatsträgern oder das Einnehmen von Positionen, allein weil es einen Vorstand oder Vorstandsvorsitzenden damit möchte. Okay. Seit Monaten gehen Klüngelvorwürfe durch den LV. Glaubst du, dass in Hessen über das normale soziale Maß heraus geklüngelt wird? Was ist das normale soziale Maß? Also wenn ich gleichzeitig mir das Ganze angeschaut habe, was in Berlin gelaufen ist, was zum Teil in Niedersachsen mit war, was hochgekocht ist, sind wir eigentlich in Hessen noch relativ auf niedrigem Level dabei. Mhm. Also ein Stück weit, klar, jeder hat seine Favoriten, die er gerne an der Leitung im Machtposition Landesvorstand mitsehen würde. Ist das für dich eine Machtposition, der Landesvorstand? Absolut. Das Erste, was ich als Vorstand oder als Vorstandsmitglied verfügen würde, wäre, dass die Sonne morgen nicht aufgeht. Nein, also ein Vorstand hat eine verwaltende, hat eine geschäftsführende Funktion und hat sich danach zu richten, was die Basis möchte. Gegebenenfalls Motivation, Antreiben, Achtung, wir haben die Themengebiete, die mit unseren bislang verabschiedeten Kernthemen kollidieren. Mhm. Oder die denen entsprechend, wie wäre es, wenn ihr dazu vielleicht eine Position zum aktuellen Geschehen mit ausarbeiten? Okay. Schwebt die Aufstellungszusammlung und die lukrativen Mandate dermaßen über der Partei, dass Neid, Missgunst und Argwohn uns nehmen? Jein. Für manche ja, für einen Großteil hoffe ich nein. Also ich kenne genügend Piraten, die von vornherein sagen, sie möchten kein Mandat haben, sie möchten die Sache voranbringen und sie werden sich genauso weiterhin engagieren, auch wenn sie kein Mandat haben oder egal, wer letztendlich in der Liste mit vorne steht oder gewählt werden könnte. Okay. Du glaubst, dass es dann Leute gibt, die aus ihrer Sicht, also glaubst du, dass das ein Problem ist oder dass es einfach nur Leute gibt, die das so sehen, dass das als Damoklesschwert über der Partei liegt mit der Aufstellungsversammlung? Es ist ein Stück weit ein Damoklesschwert. Der böse Vergleich, die Grünen haben auch mal ähnlich angefangen wie wir und wurden dann von gewissen Machtstreben oder Machtbestrebungen sehr schnell zu einer sehr etablierten Partei, die für mich persönlich von der CDU inzwischen kaum noch zu unterscheiden ist, außer dass sie den Aspekt des Umweltschutzes haben. Gut, den die CDU ja auch hat. Aber wenn man jetzt guckt, gerade mal mit Klüngelei und allem, siehst du irgendwo, dass es Gruppen im Landesverband gibt, die mächtiger sind als andere? Und wenn ja, welche Gruppen sind das und wie äußert sich ihre Macht? Was ist in der Hinsicht eine Gruppe? Ist es eine Arbeitsgruppe, eine Arbeitsgemeinschaft, die... Nee, Gruppen, Menschengruppen, wie auch immer. Es gibt das Gerücht des Stammtisches höchst. Ich denke mal, das ist das bekannteste Beispiel, das wir in Hessen haben.
Wenn man selbst was ich nach Höchst fährt, es sind mindestens drei Gruppen, allein schon von der Sitzaufteilung her. Einmal die Altpiraten, die sich zum Teil sehr gut mit kennen. Manche von ihnen waren mal in Amt und Würden, hätte ich jetzt gesagt. Dann gibt es neuere Piraten und zum Schluss Neupiraten, die miteinander relativ wenig zu tun haben. Das heißt, wenn man jetzt wirklich eine Gruppe, was ich AK Stammtisch Höchst ansprechen würde, würden wir mindestens zwei Drittel der Anwesenden zu Unrecht verurteilen. Also Gruppen, ja, jeder hat seinen Freundeskreis, wo man sich Feedback oder ähnliches mitholt oder auch jedenfalls motiviert wird. Gleichzeitig sieht der Freundeskreis auch, das wäre ein geeigneter Kandidat oder ähnliches. Aber wo ist die Macht? Also ich meine... Ja, von den zwei Dritteln, welches ist denn dann die Gruppe, die sozusagen jetzt gearscht ist und welches die, die davon bevorteilt wird? Wenn sie als Machtgruppe bezeichnet wird? Nee, von dem, was du eben meintest, dass da drei Gruppen sind. Die ganz alten Piraten, die mittelalten Piraten und die ganz neu eingestiegenen. Also was mir zum Teil widerstrebt, ist bei manchen Altpiraten oder vor 2009, nach 2009, wie auch dem, wen man mitfragt, er nennt sie anders, ist ein gewisses Selbstverständnis, ich habe so und so viele Plakate gehangen, ich habe Anzahl X Infostände besucht, mir steht eigentlich das Mandat zu. Ich habe es mir verdient, ich muss es bekommen, egal was kommt. Also sie haben eine Art arrogantes Selbstverständnis oder so? Ja. Okay. Und nochmal, die Frage war ja, wie äußert sich die Macht? Also welche Macht ist denn dann in einer Gruppe? Ich meine, dass es Gruppen von Leuten gibt, die vielleicht der Meinung sind, von wegen, ich habe jetzt vier Jahre mir den Arsch aufgerissen, ich will jetzt in den Landtag, das ist ja okay, oder in den Bundestag, aber das ist ja noch was anderes, als dass sie Macht haben. Das war ja die Frage jetzt. Wir haben, was ich vom Konstrukt her innerhalb der Piraten... die Ordnung, dass eigentlich die Macht von der Basis ausgehen sollte, ist halt die Frage, wie viel läuft offiziell über Parteimedien oder Gremien oder Infokanäle, wie viel läuft direkt, dass dann versucht wird, Kandidaten zu beeinflussen oder gegebenenfalls versucht wird, andere durch öffentlichkeitswirksame Methoden zu positionieren, sowieso schon als nur noch den idealen Kandidaten mit hinzustellen. Also wirkliche Macht kannst du nicht ausüben, egal wie groß deine Gruppe mit ist. Okay, also der Punkt ist, du meinst, es steht dann noch ein Kandidat da und das ist der Top-Kandidat und das ist, der ist durch eine Gruppe gepusht oder was, also sowas. Du kannst schauen, dass du Personen, was ich über, sei es Interviewanfragen oder sonstiges, mitlossierst, das heißt, er ist schon auch von außen her bekannt. Das heißt, es wäre eigentlich ungünstig, ihn dann beispielsweise nicht auch als Kandidaten auf einer Aufstellungsversammlung oder ähnlichen zu wählen. Okay, dann gehen wir davon einfach mal weg und die Frage Aufstellungsversammlung und alles ist dann die nächste Frage doch einfach, wie sieht es mit dir aus? Willst du denn für Mandate kandidieren oder stehst du dafür nicht zur Verfügung? Wenn es sich vermeiden lässt, würde ich ungern kandidieren. Wenn es darum geht, okay, wir brauchen irgendwo einen Direktkandidaten für irgendwo was, würde ich nicht Nein sagen. Aber ich würde es gerne vermeiden. Okay, Direktkandidat ist ja jetzt eine Sache, ich meine Direktkandidat. Ist ja, glaube ich, eher so mehr so was Theoretisches für im Wahlkampf bereitstehen oder so. Also für die Liste würdest du sagen, stehst du eigentlich nicht zur Verfügung? Stehe ich zur Verfügung, wenn es darum geht, was wir brauchen noch, um die optimale Listenlänge zu erreichen, einfach Füllkandidaten zu haben. Okay. Aber ich strebe jetzt weder ein Mandat an, noch einen vorderen Listenplatz. Was hat dich denn bewogen, für den Landesvorstand zu kandidieren? Ich war seit April sowieso schon in der Mitgliederverwaltung mit tätig. Das heißt, ich kenne die Aufgaben des Generalsekretärs halbwegs. Ich war einerseits ein wenig frustriert über die Geschichte, wie ich selbst Mitglied wurde. Mhm. Und das war auch eigentlich der Grund, weshalb ich überhaupt in der Mitgliederverwaltung, als der Aufruf mitkam, mich gemeldet habe, dass ich da tätig sein möchte. Weil wir können eigentlich nicht Leute, was ich derartig mit abstoßen. Oder vor den Kopf stoßen, wenn sie wirklich sich bei uns engagieren möchten, sei es als Mitglied, sei es als Nichtmitglied. Mhm. Gleichzeitig hängt an der Sache der Mitgliederverwaltung auch ein wenig die Parteienfinanzierung. Die müssen konkrete Werte mitliefern.
Und ich denke, auf die Parteienfinanzierung möchte keiner von uns wirklich verzichten. Oder wir müssten, also um auf dem gleichen Niveau arbeiten zu können, sei es Plakate, sei es Flyer, sei es Veranstaltungen mitfahren zu können, beträchtlich mehr spenden. Okay. Wie willst du dein Amt ausgestalten? Vor allem im Vergleich vielleicht zu deiner Vorgängerin? Ich will mehr selbst machen. Ich will stärker in der Mitgliederverwaltung selbst mit tätig bleiben. Es ist eine der Hauptaufgaben und ich will mich davon nicht entfernen, sondern wirklich auch wissen, wo hängt es, was liegt im Argen, wo sind Probleme, wie könnte man sich einfacher organisieren, wie könnte man die Arbeit besser erfüllen. Und dafür muss ich eigentlich auch genau wissen, was passiert, wie passiert das momentan. Okay, und was qualifiziert dich für den Landesvorstand? Nichts. Ich habe weder Politik studiert, ich habe keine Verwaltungswissenschaften studiert oder ähnliches. Andersrum braucht man das Ganze wirklich. Für den Landesvorstand sehe ich eigentlich Personen, die halbwegs neutral entscheiden können, die das Wohl des LVs im Hinterkopf mit haben und die jeden Piraten eigentlich relativ gleich ansehen. Das heißt, es gibt keine wichtigeren oder unwichtigeren Personen. Kollidiert das nicht so ein bisschen mit, was du vorhin meintest, mit dem Stammtisch höchst, mit den drei Gruppen, den Alteingesessenen, den Mittleren und den neu dazugekommenen? Kannst du denn, keine Ahnung, diesen Blick abwenden und die Leute nur als solche sehen? Ja. Wenn du diese Qualifizierung schon vorgenommen hattest, deshalb, weil ich hatte so eine Art Qualifizierung bisher noch nicht gehört gehabt. Wie meinst du jetzt, für mich jetzt selbst die Qualifizierung oder gegenüber jetzt den drei Gruppen? Gegenüber anderen Leuten, ja. Ich denke mal, dass es viele Piraten gibt, die diese Qualifizierung auch mit haben. Ich muss nicht Generalsekretär werden. Ich würde mich auch über mehr Freizeit freuen, durchaus. Ich biete es an, ich kann das Ganze mitmachen. Ich kann schauen, dass die Verwaltung halbwegs sauber mitläuft. Mhm. Oder zumindest sauberer als bisher. Letztendlich, welche Vorstandsaufgabe kann nicht fast genauso gut von einem Basismitglied erfüllt werden? Okay. Noch eine Frage aus Twitter, und zwar, wie willst du Frauen in den LV holen? Ich will keinerlei Geschlecht bevorzugen. Natürlich, ich sehe es als Tatsache an, dass eine Gruppe, die heterogen aufgebaut ist, effektiver arbeitet. Mhm. Siehe das klassische Beispiel Autowerkstatt. Es wird irgendwann, wenn nur noch Herren da sind, kommen die schönen Pin-Up-Kalender mit hin. Es wird eigentlich fast noch Bier getrunken oder ähnliches, aber wirklich effektives oder sinnvolles Arbeiten ist nicht der Fall. Im Büro gibt es das gleiche Spiel, vielleicht eher umgekehrt, wo fast nur Damen sind. Das heißt, ich hätte gerne eine durchaus Durchmischung der Geschlechter oder auch sonstige Eigenschaften. Nur ich sehe es nicht unbedingt als nötig an, ein Spezifikum explizit als Mitglied zu werden. Okay. Und wie stehst du generell zu Postgender? Postgender ist schön, ist anstrebenswert. Wir haben innerhalb der Partei einiges erreicht, was außerhalb der Gesellschaft noch nicht erreicht wurde. Allerdings wird es noch lange nicht perfekt. Mhm. Und wir haben noch einen langen Weg vor uns, bis das Ganze wirklich umgesetzt werden kann. Postgender, einen Menschen wirklich unabhängig des Geschlechts zu betrachten, geht auch nicht vollständig. Noch können Männer keine Kinder bekommen, das heißt, es fallen Babypausen oder ähnliches mit weg. Erziehungsurlaub ist inzwischen toleriert oder mit möglich, aber es gibt einfach biologische Charakteristika, die kommen wir einfach nicht mit weg. Okay. Der derzeitige Vorstand agiert sehr defensiv. Was stört dich daran? Beziehungsweise siehst du deine Aufgabe weniger als Verwalter, sondern auch als Motivator und Initiator von Aktivitäten? Ja, ich sehe, die Aufgabe sollte durchaus aktiv mit durchgeführt werden. Das heißt, auch aufzeigen, wo kann sich ein Mitglied mit einbringen, wo kann es aktiv werden. Wir möchten das Schlagwort, was ich der Machtpartei gerne für uns beanspruchen, gleichzeitig müssen wir auch zeigen, wo geht das Ganze, wie geht das, wie viel Zeit bräuchte jedenfalls eine Person, um sich wirklich aktiv zu beteiligen. Es muss nicht immer, was ich, 10 Stunden am Tag sein, es reicht zum Teil 1-2 Stunden kontinuierlich in der Woche.
Okay. Was viel wichtiger ist, langfristig dabei zu bleiben, ja? Du möchtest also auf jeden Fall mehr im Vorstand erreichen, sage ich mal, als die reine verwaltende Gensec-Tätigkeit. Du möchtest dort auch ein bisschen Impulse setzen. Also Nicole zum Beispiel hat ja ein klares Statement abgeliefert. Sie will Mitgliederverwaltung machen, sie steht dafür zur Verfügung, ist dafür im Vorstand peng aus und hält sich dann zurück. So war das mein Verständnis. Und für dich wäre aber Vorstand dann auch mehr, sag ich mal, dass du von der Vorstandsposition heraus versuchst, Impulse noch Motivation mitzugeben, sowas, was vielleicht ein bisschen war, sowas, was vom Age vorkam, irgendwie gestern mit politischer Förderung von AGs, AKs oder ähnlichem. Egal, wie die Gruppe sich tituliert, ja. Wir haben seit Anfang des Jahres ein Mitgliederwachstum von gut 60% mitgemacht. Wenn man sich andersrum die Anzahl der wirklich Aktiven mit anschaut, sehen die Zahlen nicht wirklich mitgewachsen. Je mehr weiter zurück, sehen die Zahlen noch schlechter aus. Das heißt, egal, auch wenn wir jetzt statt 2000 Mitgliedern plötzlich 3.000 oder 4.000 haben, es bleiben immer noch die gleichen Gesichter, die aktiv sind, die Dinge machen, die Infostände organisieren, Flyer gestalten, verteilen, Unterschriften sammeln, was alles mit anfällt. Das wird uns meines Erachtens irgendwann das Knick mitbrechen. Wir werden, was ich nicht unbedingt erfolgreicher sein, als wir bisher sind. Gleichzeitig haben manche von uns durchaus den Anspruch, wir hatten in den letzten Umfragen 8, 9, 10 bis zu 11% hoch, momentan dümpeln wir wieder zwischen 4, 5, 6% mit herum. Also die Regierungsbeteiligung muss nicht unbedingt sein, aber zumindest im Parlament sitzen, um da zumindest den Finger ein bisschen in die Wunden zu legen, wo die anderen wirklich Schmerzen haben, weil sie Mist bauen oder unsauber arbeiten, würde ich gerne erreichen. Okay. Und was dafür, glaubst du, woran das liegt, dass es immer weniger Aktive gibt oder dass beziehungsweise die Zahl der Aktiven nicht gleichmäßig gewachsen ist mit der Zahl der neu beigetretenen? Zum einen ist es nach meiner Beobachtung das Chaos. Man steht als Neupirat erstmal vor einem obskuren Gebilde, das sich Landesverband nennt oder allgemein Piratenpartei, aber wo kann ich mich wirklich mit einbringen? Okay. Welche Gruppen gibt es? Ich habe Interesse A, wo finde ich Gleichgesinnte beispielsweise? Und hast du eine Idee, wie du das pushen wollen würdest, wenn du im Vorstand wärst? Wie du, keine Ahnung, die Leute besser vernetzen oder mehr in der Hand nehmen wollen würdest oder so? Also wir haben viele Bereiche bislang abgedeckt. Es sind zum Teil Einzelpersonen in verschiedenen Kreisen oder auch auf verschiedenen Stammtischen, die bereits manches in der Sache mitmachen. Die möchte ich gerne ansprechen, gegebenenfalls wirklich eine AG mit aufzubauen zu einem bestimmten Thema. Also jetzt zum Thema Integration von... Nicht das Thema Integration, sondern was ich zu verschiedenen Themengebieten oder Aufgabengebieten, die mit anfallen. Sei es, was ich, ein AK zum Thema Asyl, was zum Beispiel Kiewusch mit aufgebaut hatte, wo jetzt auch die Hardware-Sammlung stattfinden soll. Ach so, und dann die neue, sozusagen... Den neuen das System näher bringen. Genau. Okay. In einem AK einbinden. Genau, das heißt, wir die neuen eigentlich halbwegs eine Struktur mit anbieten, wo sie sehen können, das und das läuft, die Funktionen oder die Bereiche gibt es, wo bereits Personen tätig sind und da könnte ich mich als Neuberater einfach betätigen. Okay. Würdest du mit jemandem im Vorstand zusammenarbeiten, den du persönlich nicht leiden kannst? Wenn ja, wie und mit wem? Ja, würde ich, wenn ich in den Vorstand gehe oder gewählt werde, ich bin nicht da, um die Sascha Sess Show abzuziehen, sondern... Die was für eine Show? Sascha Sess. Kennst du nicht mehr Simon Sess? Ja, ich war gerade nicht auf Englisch vorbereitet. Okay. Ich dachte... Nein, also ich bin nicht da, um mich selbst irgendwo darzustellen, sondern um für den LV mit tätig zu sein. Und dazu gehört es auch, mit Personen zusammenzuarbeiten, mit denen man vielleicht jetzt nicht privat ein Bier trinken gehen würde, aber es zählt das Fachliche. Okay. Dann... Dann haben wir noch neue Fragen explizit für dich. Glaubst du, dass es Kandidaten gibt, die nur für ein Vorstandsamt kandidieren, um ihre Chancen für eine gute Listenplatzierung zu erhöhen? Ja. Okay. Ganz einfach, die gleichen Effekte gab es bereits in Niedersachsen, gab es in Schleswig-Holstein, gab es in Berlin, also... NRW. Aber wie erklärst du dir das? Ja, Entschuldigung, ich hatte jetzt NRW unterschlagen, ja.
warum haben wir doch dann aber so wenige Leute? Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben noch niemanden für stellvertretenden Vorsitzenden. Für Genzek haben wir doch auch nur zwei Leute. Nein. Für Genzek haben wir schon dritten. Und den Christoph noch. Ja. Ja, okay, Schatzmeister haben wir... Ja gut, Schatzmeister ist halt der Lothar. Das ist halt immer so schwierig. Ich glaube, da hat irgendwie jeder... also dem, da muss man, glaube ich, was vorweisen, um dann irgendwie zu sagen, Lothar brauchen wir nicht mehr als Schatzmeister, jemand anders. Also in dem Fall ist es zum Teil abstreckend. Es gibt jemanden, der das Amt bisher sehr gut ausgefüllt hatte. Dagegen als quasi unbestiegenes Blatt zu kandidieren. Und sehe für ich als zweiten Vorsitzenden? Das, da hatten wir auch lange keinen. Ja. Ich denke mal, es werden sich Kandidaten ergeben, die bislang nur als Vorsitzender kandidieren. Ich sehe das Ganze so, Vorsitzender sollte eigentlich die Partei nach außen repräsentieren, wenn der zweite Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende eigentlich nach innen repräsentieren sollte. In dem Fall hätte ich vielleicht sogar lieber eine etwas ruhigere Person, zumindest wenn es um Wahlkampf geht, weil da sehe ich den Vorsitzenden ein Stück weit als aggressiven Verkäufer unserer Position, genauso wie den politischen Geschäftsführer. Nur halt, dass der Vorstandsvorsitzende vom externen Standing her einen ganz anderen Ruf mit hat. Okay. Ja, dann haben wir noch eine Frage, die weiter auf die Sachen eingeht, die wir vorhin hatten. Klüngel, Klüngel nicht. In einer Mail auf der PPH hast du die Mitglieder des LV dazu aufgerufen, für den Vorstand zu kandidieren. Das sei per se erst einmal gut, schreibt der Fragesteller. Und um nicht nur, aber es ging darum, um nicht nur zwischen Marionetten angeblicher Eliten wählen zu können. Und da ist dann die Frage, wen siehst du bei den aktuellen Kandidaten als Marionetten an und von welcher Elite wurden diese aufgestellt? Das Schöne ist, Eliten bleiben gerne im Hintergrund, Stichwort Graue Eminenz oder ähnliches. Ich habe mitbekommen, zumindest im persönlichen Gespräch hatte Alex zu mir gemeint, dass ihm gedroht wurde, weshalb er zurückgezogen hatte. Das hat er entschieden öffentlich widerrufen. Was davon jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ich finde es nur interessant, den Vorgang. Wenn wir jetzt endlich über entscheiden, eine relativ kleine Gruppe entscheiden lassen, wer darf überhaupt noch kandidieren, haben wir jetzt endlich den Effekt, dass nur auf was ich bestimmte Kandidaten gesetzt sind. Ja, ist doch prinzipiell nicht der Fall, oder? Also prinzipiell kann da jeder sich ins Wiki eintragen. Da sind ja auch ein paar Kandidaten, von denen ich trotz Aufruf zum Interview jetzt noch gar nichts gehört habe. Auch fürs Landesschiedsgericht steht da jemand drin, bei dem es heißt, der hat keinen Internetzugang. Deswegen trägt ihn jemand anders ein, sowas. Also es sind durchaus Möglichkeiten, dass man kandidiert. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche, dass da eine Barriere ist, oder? Nein, eine Barriere ist aktuell noch nicht, nein. Es geht in dem Falle, ging es mir um die Beeinflussung, in dem Falle sogar negative Beeinflussung, nach dem Motto, lass es lieber, es bringt nichts oder ähnliches. Letztendlich kann es nicht eine Einzelperson oder eine kleine Gruppe von Einzelpersonen entscheiden, wer letztendlich als Vorstandsmitglied geeignet ist, sondern das muss schon der Landesparteitag selbst mit tun. Und in jenem Gremium, in dem höchsten Gremium, das wir in Hessen haben, die Chance oder die Auswahl zu verringern, finde ich persönlich als nicht sehr glücklich. Aber es ist zwar halt sehr traurig und doof und so, wenn der Alex Schnapper dann, wenn ihm von der Kandidatur abgeraten wurde und so weiter, aber er hätte sich ja trotzdem keinen halt aufstellen lassen können. Er hätte ja sagen können nach dem Motto, ja, endlich beweise es euch allen, ich werde trotzdem Genzek und werde gewinnen und werde es besser machen und dann werde ich es euch die ganze Zeit unter die Nase reiben oder so. Ja, durchaus. Was ich eigentlich ursprünglich gehört habe, war nicht nur, was ich das erst gar nicht kann, sondern dass er auch besser davon die Finger lassen sollte. Das ist möglichst unbestimmt. Im Sinne von Hitchcock und Suspense, wir sagen Dinge dadurch, dass wir sie nicht sagen. Okay. Also in dem Fall, was zumindest mir gegenüber erst, was ich wie eine Drohung mit klang, was Alex passiert ist, offiziell anscheinend nicht, zumindest laut der Mail nach der Liste, wobei da auch andere Punkte anders kommuniziert wurden als zuvor. Was letztendlich stimmt, weiß ich nicht. Da einfach nur, weil sich immer Einzelpersonen beteiligt sind, weisen in dem Fall eines etwas in die eine oder in die andere Richtung mit nach.
Da steht Wort gegen Wort und von daher ist die Frage, wem darfst du mehr glauben oder auch nicht. Und die Entscheidung möchte ich bitte nicht treffen. Ich will ja, ich will nicht die Aussage vom Alex irgendwie in Zweifel ziehen oder sowas. Aber theoretisch hätte er sich danach ja immer noch aufstellen lassen können. Klar hätte er, klar. Deswegen habe ich auch nicht ganz verstanden, weshalb er deswegen zurückgezogen hat. Okay. Ich habe ihn nicht dazu genötigt, zurückzuziehen. Ich habe ihm gesagt, dass er bitte weiterhin kandidieren möchte. Leider sieht es zumindest laut Wiki bisher nicht so aus. Na ja, gut, er hat irgendwie, glaube ich, auch gesagt, dass jetzt mit dir ein Kandidat da ist, den er voll und ganz unterstützen kann und deswegen macht er das. Aber okay. Wie gesagt, ich muss das Amt nicht haben, also ich kann das anbieten. Ich werde auch genauso weiter in der Mitgliederverwaltung mit tätig sein. Wobei ich das Ganze da ähnlich sehe wie Christoph Zerbe. Es hängt jedenfalls auch davon ab, wer ist letztendlich Gensek. Ist es eher der halbwegs strukturiert mit vorgeht oder jedenfalls der einfach nur Chaos verbreitet. Okay. Weil aber da die Kohlen möchte ich nicht aus dem Feuer holen, möchte Christoph nicht aus dem Feuer holen. Also ein bisschen Koordination sollte schon da sein. Gut. Aber es gab gerade eine Meldung von Twitter, wir weichen vom Thema ab. Es geht nicht um Alex, es geht um dich. Deswegen auch direkt die Frage, wie viel Zeit kannst du für die Piratenpartei aufwenden? Wir haben den interessantesten Teil der Frage übersprungen. Wen siehst du bei den aktuellen Kandidaten als Marionette an? Ja, das ist klar, dass es übersprungen wurde, aber ich glaube, dass ich vermute jetzt von Sascha, dass es irgendwie auch mit absichtlich übersprungen wurde. Du möchtest jetzt hier nicht irgendwie Namen nennen, weiß ich nicht. Also so ging ich davon aus, dass mit der Beschreibung... Es gab Leute, die sich einen persönlichen als Marionetten gesehen haben oder sehen wollten. Inwiefern das in dem Fall berechtigt ist, müssen die Personen selbst mitwissen. Ich habe sie nicht als solche bezeichnet. Ja. Okay, noch eine Frage. Es ging mir jetzt endlich mit den Marionetten eigentlich auch nur um einen Endzustand, wenn wir es dann komplett mit zulassen, dass im Vorfeld von irgendeiner Gruppe X Kandidaten mit ausgesiebt werden. Okay. Eine Frage von Twitter. Wenn du das Amt nicht unbedingt haben willst, warum dann deine Kandidatur? Ich habe bisher halbwegs die Mitgliederverwaltung sauber gehalten. Ich möchte es dann auch gerne weiterhin machen. Gleichzeitig sollte der Gensek auch nach außen hin mehr vernetzen, das heißt zwischen den einzelnen KVs mit tätig sein und auch zu anderen Landesverbänden Kontakt mit aufnehmen. Mhm. Sei es Versammlungsleitung, was ich für Landesparteitag mit holen oder auch generell vermeiden, dass viele Aktionen oder dass ich Wissen doppelt angeeignet werden muss. Okay. Wie viel Zeit kannst du für die Piratenpartei aufwenden? Ich hätte gesagt, so viel wie nötig ist. Also rein von der Mitgliederverwaltung, es kann sein, dass an einem Tag kaum etwas passiert, an einem läuft das Ticketpostfach bald über, hätte ich jetzt gesagt, aber so viel ist es auch nicht. Also es, hast du eine Einschätzung in Wochenstunden oder so? Wie viel ich in der letzten Zeit für die Mitgliederverwaltung getan habe, insgesamt in der Woche? Es können 10 Stunden sein, es können 20 sein, das ist immer die Frage, was steht mit an. Okay. Wie kannst du mit Kritik umgehen? Manchmal auch persönlicher, ungerechter Kritik, also Bashing. Ich weiß, dass ich selbst nicht perfekt bin. Das kann mir auch jeder sagen, wo ich mit Fehler gemacht habe. Wenn es dann eigentlich nur noch Geschrei gibt, was ich wie scheiße, blöde, ähnlich ich mit bin. Die Natur hat mich zum Glück mit 2 Orten ausgestattet. Eines zum Zuhören, eines, um das ganze Kapitel mit rauszulassen. Okay. Das nächste ist eine von deinen Fragen. Ach so, stimmt, wir wollten das ja nach Farben unterteilen. Gemäß dem Fall, du stellst Behauptungen öffentlich in den Raum und erhältst Nachfragen zur Klärung dieser Behauptungen. Wirst du als Mitglied des Vorstandes darauf antworten, sie umgehen oder ignorieren? Soweit ich sie beantworten kann, werde ich das gerne tun. In Bezug auf die Frage, die du vorhin gebracht hast, denke ich schon, bezieht sich das Ganze. Manches, ich glaube, es ist ein Fragesteller, ja. Manches davon wurde mir vertraulich gesagt, im direkten Gespräch. Von daher möchte ich die Quelle, von der ich es ganz auch weiß, nicht unbedingt öffentlich benennen. Wenn es mir im Vertrauen gesagt wurde, gehe ich davon aus, dass es auch in dem Fall vertraulich behandelt werden soll. Okay. Kannst du dir eingestehen, Dinge auch mal falsch gemacht zu haben und dies auch zugeben? Ich habe schon oft genug Dinge falsch gemacht und habe es ganz auch offen öffentlich mit eingestanden. Also
Okay. Wie ist dein Arbeitsstil? Bist du eher Organisierer, Delegierer, Koordinator, Do-it-yourself, Moderator, Bestimmer oder was anderes? Ich denke, das ist eine Frage des konkreten Anlasses. Es gibt Dinge, die kann man, was ich, schneller in 5 Minuten selbst erledigen, die auch, was ich, innerhalb der nächsten absehbaren Zeit nicht wieder auftaucht. Es gibt andere Dinge, die regelmäßig erledigt werden müssen, die zwar nicht langfristig vom Zeitaufwand her groß sind, aber da macht es schon eher Sinn, die Sachen auch wirklich zu delegieren oder Leuten zeigen, wie es mitgeht. Im Großen und Ganzen, ich möchte mich selbst überflüssig in der Position mitmachen. Wenn ich das erreicht habe, habe ich wirklich alles mit umgesetzt, weil dann gibt es eigentlich die komplette Ausfallsicherheit, Redundanz. Das heißt, wenn jetzt, wie beispielsweise Jule zurücktritt, es darf der LV im nächsten Jahr schlecht gelähmt dastehen. Mhm. Wir haben Wahlkampf und nur weil wir, was ich, beispielsweise einen Vorstand haben, der nicht mehr funktioniert, können wir nicht einfach sagen, okay, bitte wartet mal mit der Wahl auf uns. Okay. Okay, dann geht es auch darum, eigentlich weiter. Willst du die Aufgaben des Gen 6 alleine ausführen oder möchtest du wieder Beauftragte haben, die sich mit um die Mitgliederverwaltung kümmern? Wenn ja, möchtest du dann... Hast du dann schon Kandidaten im Auge? Ja, ich möchte Beauftragungen vergeben. Ganz einfach, falls ich irgendwo ausfalle, jeder kann einen Unfall mit haben, kann plötzlich schwer krank werden, kann entführt werden, es kann sonst irgendwas mit passieren, was absolut nicht im Vorfeld ersichtlich mit ist. Wer ist am wahrscheinlichsten, entführt zu werden? Es war jetzt klar, was mir eingefallen ist. Kann die Fragen weiter beantwortet werden? Nein, es sind Dinge, da steckt man nicht mit drin und es ist ein reines Gedankenspiel und wieso sollte man sowas im Vorfeld jetzt mit ausschließen? Also, ja. Deine Entführung. Okay. Ja, ich sehe mich schon, was ich im Kerker der CDU oder der CSU, also von daher. Na, immerhin nicht im Stammtisch höchst. Okay. Das ist der Kerker auch nicht zu bequem. Okay, dann haben wir noch Fragen hier. Wie willst du Themen statt Köpfe umsetzen? So, Standardfrage mal. Wie willst du Themen statt Köpfe umsetzen? Es ist schwierig. Geht es um ein bestimmtes Themengebiet? Dann haben wir, was ich, durchaus Personen, die sich da schon stark hervorgetan haben. Sei es, was ich, Urheberrecht bei uns in Hessen, Christian Hofgart, der auch gleichzeitig ja Mitvorsitzender oder Gründungsmitglied der Musikpiraten ist, der sich in dem Gebiet einfach stark mit auskennt. Wieso sollte man ihn für Anfragen oder Ähnliches dann auch nicht auf ein Podium mitholen? Gleichzeitig muss ich nicht immer der Vorstand zu irgendwelchen externen Fragestellungen mit äußern. Wir haben genügend Piraten, die Wissen haben, die es auch gerne, was ich, zeigen dürfen. Wir können niemanden, was ich, zwingen, ein Thema, was ich nach außen zu vertreten. Okay. In welcher Rolle siehst du den Landesvorstand? Ist dieser eher verwaltend oder auch politisch-inhaltlich tätig? Rein verwaltend. Die Schaffung politischer Inhalte geschieht durch die Basis und sollte auch so bleiben. Wir sollten uns, was ich, davon fernmachen, was ich, dass wirklich unser Vorstand vorgibt, wofür haben wir jetzt als normale Mitglieder mit zu stehen. Jeder sollte sich mit der Politik selbst oder mit der Politiklinie identifizieren können und das geht eigentlich nur, wenn man es wirklich selbst mitmacht. Ob man anschließend den siegreichen Antrag mit hatte oder gegebenenfalls einen ähnlichen, der unterlegen ist, oder man sollte, was ich, ganzen Hintergrund mit kennen und nicht einfach nur eine Position vorgesetzt bekommen. Das geht einfach nicht, wenn Positionen vom Vorstand bezogen werden. Okay. Sollte ein Vorstand versuchen, in seiner zugehörigen Gliederung dafür zu sorgen, diese zu befrieden, für Harmonie zu sorgen, harmonischen Umgang herbeizuführen? Es kommt darauf an, worum es geht. Wenn es jetzt einfach nur Gezanke mit ist, um des Gezankes willen, ja, durchaus. Wenn es um wirklich inhaltliche Debatten geht, die auch gerne, was ich, langfristig laufen können, die auch, was ich, durchaus mit viel Emotion geführt werden können, aber sachlich bleiben, nein, in dem Fall nicht. Also okay. In dem Fall unterscheiden, ob es etwas Politisches ist, ein inhaltliches Thema oder wirklich einfach nur persönliche Zankereien. Okay, also im persönlichen Eingreifen, im politischen Streit, Wettstreit nicht thematisch. Welchen Nutzen hätte der Landesverband davon, wenn sich zwei Personen
über eine Mailingliste wunderbar kloppen. Also, verbal schlagen. Ich sehe davon, dass ich keinen großen Nutzen. Naja, der Nutzen ist halt die Harmonisierung. Ja, es ging ja um die Harmonisierung, dass du dich irgendwie darum kümmerst, einzuschalten, vielleicht irgendwie für Ruhe zu sorgen, in welcher Form auch immer, ja, als Vorstand. Also ich habe in der Vergangenheit schon ein, zwei Teile wirklich schon zur Seite gerufen, Achtung, das, was du machst, entspricht nicht dem, was du vorhast. Du streichst einfach nur sich unkoordiniert in die Gegend. Dabei werden zum Teil gute Positionen oder Ideen, die du damit hast, komplett eliminiert, weil die Leute das nicht mehr lesen. In dem Fall, ja, würde ich befriedend wirken oder auch zum Teil sagen, dass ich wie die Personen sich vielleicht meines Erachtens besser einbringen könnten. Okay. Im Vorfeld der Bundestags- und Landtagswahl wird die Presse vermehrt auf den Landesvorstand einstürmen. Welche Erfahrungen hast du mit der Presse und mit Pressearbeit? Welche Möglichkeiten siehst du, dich fortzubilden und Angebote für andere Piraten zu schaffen? Ich denke, als Generalsekretär bin ich für die Presse mehr von nachrangiger Bedeutung. Zumindest nach dem Piratenverständnis, sei es das Verständnis anderer Parteien, wo der Generalsekretär gerne, was ich nachdem er den fahrtüchtigen Zustand mit 2 Maß Bier erreicht hat, wunderbar am Poltern ist. Das kann ich zur Not auch anfangen, was ich, aber ich muss es nicht. Pressearbeit, ich war bei der Flaschenpost gewesen, ich habe da halbwegs gelernt, was ich auch mit anderen Presseabteilungen, was ich zusammenzuarbeiten. Ich habe mit verschiedenen Presseorganen, was ich aus anderen Landesverbänden, Kontakt gehabt. Ich habe mich mit Christian schon ein wenig in den Haaren gehabt auf fachlicher Ebene. Okay, und muss welche... Nicht persönlich hatten wir uns bisher vertragen, zumindest hatte ich den Eindruck. Welche Möglichkeiten siehst du, dich fortzubilden und Angebote für andere Piraten zu schaffen? Fortbilden. Ich denke mal, was niemandem schaden würde, wäre ein Rhetorikkurs. Mhm. Angebote für andere Piraten zu schaffen. Das heißt... Bitte? Rhetorikkurse anbieten. Sofern das Wissen bei mir ausreichend vorhanden ist, ja, gerne. Andersrum, wir haben ein breites Feld, das sich Öffentlichkeitsarbeit nennt. Momentan sind in dem Gebiet nur sehr wenige tätig. Einmal das Presseteam mit Christian Hufold und Katrin Hilger. Du bist tätig über Streaming, was letztendlich auch Dinge veröffentlicht oder nach außen hin transportiert. Shit, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich auch Öffentlichkeitsarbeit bin. Ja, aber also, damit setzt du doch keine Fortbildungsmöglichkeit oder keine Angebote an andere Piraten, wenn wir hier aus unserem stillen Kämmerlein streamen. Nein, das ist keine Fortbildung, aber ich denke mal, in dem Fall, Fortbildung heißt in dem Fall auch, wie schaffe ich, dass Leute bei sich trainiert werden in etwas. Es kommt auch mal darauf an, um welches Thema geht das. Ja, um Pressearbeit, das heißt. Ja. Ja, in dem Fall würde ich jedenfalls schauen, wo kriege ich Personen her, die sich damit auskennen, wer hat damit schon gearbeitet. Externe Referentenanfragen, schön und gut. Ich glaube, wir haben finanziell nicht ganz so viel über, als dass wir uns als großartige Referent mit leisten könnten. Mhm. Wenn es Kurse gibt, die finanzierbar sind, auch für unser Budget, das im nächsten Jahr doch durch eine Landesgeschäftsstelle geschmälert wird, wieso sollten wir nicht da auch die Personen, die sich bislang in der Richtung engagiert haben, mit hinschicken? Okay. Okay, dann wird es jetzt nochmal ein bisschen fies. Du hast deine Beauftragung zurückgezogen, um dich voll und ganz auf deinen Wahlkampf als Gänse konzentrieren zu können, heißt es hier. Wieso arbeitest du nun doch wieder in der Mitgliederverwaltung mit? Das stimmt so nicht. Also, was stimmt nicht? Du arbeitest mit oder du hast zurückgezogen? Ich wollte die Beauftragung zurückgeben. Mhm. Ganz einfach, es ist jedenfalls ein Bonus, den andere Kandidaten nicht haben. Zum Beispiel Nicole Schaubus ist nicht in der Mitgliederverwaltung tätig. Wenn fies wäre, könnte man sagen, ich bin nur in die Mitgliederverwaltung gegangen, um anschließend als Generalsekretär zu kandidieren. Ich denke mal, die Stimme wird es durchaus geben. Ja, ich bin in die Mitgliederverwaltung gegangen und möchte auch Generalsekretär werden, weil ich weiß, wie Personen gegebenenfalls abgestoßen werden können. Weil einfach der LV, wenn ein Mitglied melden möchte oder irgendwas auf dem Herzen hat,
sei es Accounts, ähnliches, nie was hört oder zum Teil nur sehr schwerfällige Kommunikation erfolgt. Okay. Zurückgezogen, ja, wollte ich. Hatte ich auch in das Pad der Landesvorstandssitzung geschrieben. Anschließend gab es noch eine intransparente, ja, hätte ich jetzt gesagt, Team-Meeting zwischen Christoph Zerbe, der auch für die Mitgliederverwaltung beauftragt ist, mir und Lothar als Interims-Gensec. Und ich sollte auch bitte die Beauftragung mit weiterführen. Ganz einfach, Lothar hat nicht ausreichend Zeit, Schatzmeister und Generalsekretär zu sein. Und auch von Christoph kam, dass er es zeitlich momentan nicht schaffen würde. Das heißt, entweder ich hätte es sein lassen und dementsprechend würde die Verwaltung ein Stück weit mit brach liegen. Wenn ich jetzt an die Akkreditierung denke, zum Landesparteitag, sehe ich da die Gefahr, dass wir dementsprechend dann den Parteitag kippen könnten. Ich denke mal, dass es im Inwiefern, wie, wo, was? Wenn wir plötzlich dann anfangen, Mitgliedsanträge schleifen zu lassen, es sind Personen umgezogen, jemand kann sich anschließend aufgrund dessen nicht akkreditieren, weil er nicht offiziell als Mitglied geführt wird. Okay. Oder weil er auch jedenfalls schon wieder ausgetreten ist, aber plötzlich dann wieder doch auftaucht zur Mitgliederversammlung und mitstimmt, dann haben wir ein sehr breites Feld, wobei man den Landesparteitag anfechten kann. Okay. Da ist jetzt gerade im Pad eine Frage mit aufgetaucht. Und davor ist noch was auf Twitter gekommen, und zwar sollst du bitte etwas lauter reden. Du vernuschelst. Entschuldigung, ja. Okay. Genau, trink was. Ja, ich bin dabei. Okay, die Frage lautet nämlich ganz einfach. Wieso hast du das im Vorfeld mit deinen Vorstandskollegen nicht abgesprochen? Weil ich mich jetzt gerade Vorstandskollegen frage. Bist du im Hochtaunuskreis im Vorstand momentan? Ja. Okay. Meine Vorstandskollegen wissen es eigentlich, dass ich als Landesgensek kandidiere. Es wurde eigentlich auch darüber gesprochen. Zumindest mit jenen, die irgendwo aufgetaucht sind, sei es zu Stammtischen, sei es zu Ähnlichen. Ja, 3 von 5 wissen davon. Mit dem anderen hatte ich kurz gesprochen, das Ganze war mit angeklungen, telefonisch. Ob das Ganze gegebenenfalls als solches mit wahrgenommen wurde, weiß ich nicht. Ich dachte eigentlich, dass das Ganze mit klar geäußert worden wäre. Ich bin momentan im Kreisvorstand, mache dort die Mitgliederverwaltung und würde es auch mit weitermachen. Auch als Landesgensek die Mitgliederverwaltung auf Kreisebene, das ist momentan weniger als 1 Stunde in der Woche. Ich hoffe, es wird mehr, allein über ein mögliches Wachstum, dadurch, dass wir zur Bundestagswahl mit antreten. Nur bis dahin, hoffe ich, ist der nächste Vorstand gewählt im Kreis und es gibt einen Nachfolger. Okay. Wenn sich Freunde von dir mit anderen Piraten streiten sollten, bleibst du dann objektiv? Ich hätte es ja fast gesagt, ich bin sowieso misanthrop veranlagt. Ich habe keine Freunde. Aber ich kann sehr wohl unterscheiden, was jetzt persönliche, was fachliche Ebene ist. Und ich kann auch sehr stark abstrahieren, was sagt jemand, was hat jemand gesagt, und da kenne ich zur Not auch keine Freunde mit dabei. Okay. Wie siehst du das hessische Verhältnis zu den Berliner Piraten? Ambivalent. Wieso? Gut, wir sind beides Landesverbände. Der Berliner LV ist inzwischen etwas finanziell besser ausgestattet als wir. War nicht immer so. Ich denke, die Frage zielt wahrscheinlich eher auf Verknüpfungen, der zum Teil persönliche Verknüpfungen mit ab. Es gibt viele Hessen, die mit Berlin relativ wenig zu tun haben, zum Teil auch zu tun haben wollen. Andere sind eigentlich im fast täglichen Gespräch mit Berliner Piraten, sei es, dass diese Personen, weiß ich, im Bundesvorstand sitzen, sei es in Landesvorständen oder in Parlamenten. Also die Frage ist ein wenig sehr diffus, dass ich jetzt wirklich konkret beantworten könnte. Dann mal zur nächsten. Wer ist dein politisches Vorbild? Uff. Da habe ich mir nie großartig Gedanken gemacht. Also ich habe jetzt kein politisches Vorbild in dem Sinne. Und hast du einen Führungsstil? Und wenn ja, welchen? Oder lehnst du Führung als Aufgabe eines Landesvorstandsmitglieds grundsätzlich ab?
Was heißt Führung? Einfach zu sagen, du hast das und das zu tun, lieber Basispirat. Das müssen wir tun, um erfolgreich zu sein. Nein, das will ich nicht. Werde ich auch nicht. Gleichzeitig haben wir aber auch das Aufgabengebiet der Beauftragten, die für eine bestimmte Position sich beworben haben, die auch beauftragt wurden und dementsprechend Dienstleister sind. Eben jene Personen sind zu führen oder denen ist auch zum Teil zu sagen, was ist zu tun. Achtung, Aufgabe B ist momentan dringender als Aufgabe A. Lass also Aufgabengebiet A erstmal liegen. Okay. Wirst du auch andere Stammtische besuchen als deinen eigenen? Ja. Schon konkrete geplant oder so? Beziehungsweise welcher ist dein eigener überhaupt? Im Hochtaunuskreis gibt es 2 Stammtische. Das ist einmal in Ansbach, das ist einmal Bad Homburg. Wobei wir jetzt anfangen wollen, es wirklich zu rotieren. Deswegen war letzte Woche jetzt schon in Stadt Bad Homburg Ursel mit angekommen. Wo ich schon auf Stammtischen war, das war Offenbach, das war Marburg, das war beide Frankfurt, damals noch beide Frankfurter, inzwischen gibt es in Club Voltaire ja nicht nur wirklich, sie ersetzt wurden durch das Impuls. Und es gibt noch den, ja, den mit, genau, den mit, ja. Die Südnomaden. Ja. Genau. Den habe ich noch nicht besucht, ich gebe es offen zu. Okay. Wie willst du die Vernetzung vorantreiben? Es kommt darauf an, welches Themengebiet ist es. Reicht es, wenn wir Vorstände mit ansprechen, als Multiplikatoren? Reicht es oder wird es Sinn machen, wirklich verschiedene Angebote mit Themengebieten zu sammeln, gewisse Vorarbeit zu leisten und das Ganze mit als freiwillige Tätigkeit mit auszuschreiben, nach dem Motto, da ist etwas zu tun, wer möchte. Mhm. Es ist sehr stark, was ich von der Fragestellung mit abhängig, worum geht das genau? Sei es beispielsweise, was anstehen wird, ist in die Aufstellungsversammlung. In dem Falle wirklich schauen, wo läuft etwas gut, wo läuft etwas schlecht. Irgendein Kreis wird anfangen müssen mit der Aufstellungsversammlung. Und ich würde dafür plädieren, dass zu dieser Aufstellungsversammlung relativ viele Piraten aus umliegenden oder auch aus weit entfernten Kreisen mitkommen, um Fehler oder auch Positives mit sehen zu können. Und dann bei ihrer heimischen Veranstaltung aufgreifen können. Sonst noch was für Vernetzung? Vielleicht, weil du ja vorhin noch angesprochen hattest, die neuen Mitglieder besser einzubinden und so. Das gehört ja auch zur Vernetzung. Oder die Kommunalpolitikervernetzung, vielleicht auch noch Hessen mit anderen Landesverbänden, weil so schön mittig liegen. Wir haben ja bereits die Kommunalpolitik-Mailingliste. Es ist auch unter manchen Kommunalpolitikern oder Abgeordneten der Piraten noch nicht wirklich bekannt, dass es eben jene gibt. Viele schreiben Anträge immer noch im stillen Kämmerlein, sind zum Teil überrascht, dass andere auch schon die gleichen Ideen mit hatten, dass es jeweils Arbeitszeit, die eigentlich unnötig ist. Das heißt, da ein Konzept mit aufzugreifen, wo man das Ganze stärker mit sammelt, dass man ein gewisses Ressort schafft, auf das man relativ einfach mit zugreifen könnte, ist durchaus sinnvoll. Die Idee hatte, denke ich, Sascha Brandhoff am populärsten gemacht innerhalb des Landesverbandes Hessen über den Kommunalpiraten e.V., Kommunalpolitik e.V., oder ich weiß nicht, welche Arbeitstitel ihnen mit vorgeschrieben war. Irgendwas mit e.V. sollte es dann werden, ja. Ja, ob es ein eigener Verein sein muss, ist die Frage, wird ja nicht gegebenenfalls auch eine AG oder PG mitreichen, die das Ganze, also von freiwilligen Piraten, die die Vernetzung gegebenenfalls auch mit sicherstellen, die beobachten, die Rücksprache mit verschiedenen Fraktionsbüros mithalten, sofern vorhanden. Die schauen, was damit passiert und das Ganze mit zusammentragen und aufbereiten. Würden das gegebenenfalls Personen aus den Fraktionen gegebenenfalls direkt mitmachen. Wir müssen nicht unbedingt teure Planstellen mitschaffen, um Mitglieder in Lohn und Brot zu bekommen. Okay. Noch eine Frage in Bezug auf die Post-Gender-Frage, die vorher kam. Wo hast du schon Alltagssexismus in der Partei erlebt? Auf verschiedenen Mailinglisten, auf Veranstaltungen, auf Stammtischen. Und wie sah der aus? Zum Teil wurden Personen rein aufs Geschlecht reduziert. Kann es nicht, weil Frau, da nehmen wir besser einen Mann. Das ist eine Arbeit, die eher Kraft erfordert oder ähnliches. Also das Ganze gibt es durchaus in beide Richtungen. Der klassische Fall ist, die meisten aktiven Piraten zumindest in
den Bereichen, wo ich bisher aktiv war, waren Männer. Das heißt aber, ging es eher gegen Frauen in dem Fall. Es wurde ja zum Teil auf niedrigstem Niveau gelästert oder Personen beurteilt. Und bist du dann eingeschritten? Nach Möglichkeit, ja. Okay. Was ist dein größtes politisches Ziel? Das größte politische Ziel? Die Piraten jetzt endlich überflüssig zu machen. Okay. Dadurch, dass wir einen größtmöglichen Zustand der Bürgerbeteiligung, der Offenheit mit erreicht haben, so dass wir quasi als Korrektiv, wo wir bislang tätig sind, eigentlich nicht mehr wirklich benötigt wird. Okay. Wie stehst du zur Stärkung direktdemokratischer Verfassungselemente? Um jetzt Bezug auf die vorherige Fragestellung zu nehmen, durchaus dafür. Und wie soll das im Idealfall aussehen? Es kommt darauf an, worum es geht. Ein Volksentscheid auf Bürgerebene zum neuen Dienstwagen eines Abgeordneten XY können wir gerne mitmachen. Wir haben momentan im Bundestag 620 Abgeordnete. Wenn wir für jeden Einzelnen mitfragen würden, wir würden uns sehr stark mitleben. Das heißt, wir müssen auch schauen, welches Gremium zu befragen, weil für die Beteiligung ist wirklich sinnvoll. Sind die Auswirkungen nur für ein bestimmtes Gebiet gegeben? Oder geht es immer wieder um die Endlagerfrage, sei es Atommüll? Sollte man da gegebenenfalls nur die Anwohner, beispielsweise Gorleben oder der Asse mitfragen oder komplett bundesweit? Es ist ein schwieriges Thema. Aber generell befürwortest du es? Ja. Okay. Wie stehst du zu einer Umfrage Piraten für mehr oder weniger Staat? Generell, wenn man das vielleicht so sieht, die Umfrage dürfte ja nicht das Problem sein, eher dann deine Meinung, mehr oder weniger Staat? In dem Fall weniger Staat. Der Staat selbst sollte nicht im Vordergrund stehen, sondern eigentlich die mündigen Bürger, die selbst entscheiden können, die möglichst wenig Repräsentanten mit brauchen. Aber der Staat schützt doch vor allem die, die... die nicht selber entscheiden können, die nicht finanziellen Ressourcen, die Bildung, sonst was dazu haben. Das ist klar. Das ist nur die Frage, was genau verstehst du unter der Fragestellung mehr oder weniger Staat? Geht es um die Verwaltungsarbeit? Geht es um soziale Aspekte oder ähnliches? Im sozialen Aspekt, ich bin durchaus bevorurteilt das BGE. Ich sehe, wie viele Arbeitslose oder atypisch Beschäftigte, wie es inzwischen heißt, wir in Deutschland haben. Wenn man das Ganze vergleicht mit den noch wirklich regulär Werktätigen, wird es schwer. Das heißt, ein Staat kann eigentlich nur noch ein Sozialstaat mit werden. Oder wir werden in Zustände zurückfallen, die zum Teil ins Mittelalter erinnern werden. Er kann nur ein Sozialstaat werden. Also ist er im Moment kein Sozialstaat. Ja. Inwiefern ist im Moment kein Sozialstaat, beziehungsweise verglichen womit? Der Sozialstaat, ja, er ist stärker ausgeprägt als in anderen Ländern. Das mag durchaus stimmen. Wenn man sich allerdings anschaut, die tollen Debatten Hartz IV, jeder ist faul und überhaupt, wie viel für ein menschenwürdiges Leben angeblich benötigt würde. Das sind Zahlen oder Werte, die sind jenseits von Gut und Böse entfernt. Es gab das tolle Bildungspaket von unserer lieben Frau von der Leyen. Ich weiß nicht, wie viel inzwischen von diesen Bildungsgutscheinen bewegt wurden. Ich glaube, es bewegt sich immer noch unter den möglicherweise bewilligenden, immer noch im einstelligen Prozentbereich, weil es einfach verwaltungstechnisch eine Sache vorbeigeht. Okay, aber du willst mehr Sozialstaat und weniger Staat. Oder mehr, mehr... Der Staat selbst sollte nicht als Riesenverwaltungsapparat agieren, der eigentlich nur für den Selbsterhalt bestimmt ist, sondern der Staat sollte halbwegs schlank mit sein, was die Verwaltung betrifft, aber gleichzeitig auch schauen, dass niemand... Welche Verwaltung siehst du denn im Moment als unnütz an im Staat? Es gibt schöne Erhebungen, dass eine Behörde oder ein Unternehmen, das mehr als 10.000 Beschäftigte hat, sich vornehmlich mit sich selbst beschäftigt. Meinst du die ARGE oder was? Kannst du das mit deinem Namen nennen? Beispielsweise, ja. Es gibt auch genügend andere große.
Was wäre denn dann eine Alternative, um das Sozialstaatsprinzip zu wahren und die Arge abzuschaffen und für weniger Staatlichkeit zu sorgen? Geht das nicht Hand in Hand? Wenn wir jetzt beispielsweise das BGE umsetzen würden, würde es in dem Fall nicht ausreichen, wenn wir die Arge und das Finanzamt fusionieren. Das heißt, dass wir da schon weniger Personen mit haben. Beispielsweise jetzt. Also, wäre BGE denn weniger Staat oder nicht einfach nur anders Staat? Es wäre verwaltungstechnisch weniger Staat. Okay. Du müsstest weniger begründen, du hättest weniger Gängeleien oder ähnliches. Letztendlich, es ist mehr Staat dadurch, dass man gegebenenfalls stärker auf Staatskosten leben könnte. Mhm. Es ist mir die Frage... Aber das Sozialstaatsprinzip beruht doch nicht nur auf Menschen ihr Leben zu finanzieren oder auch in gewisser Form Menschen in der Hand zu nehmen, Menschen zu helfen, ein eigentliches Berufsleben zu kriegen, zu finden, Gesundheitsförderung und so weiter. Ja, es gehört noch Bildung dazu. Ja, und da, ja eben, wo willst du dann weniger, ich verstehe noch nicht, wo du weniger Staat machen willst, vor allem BGE, selbst auch, gibt das dann nicht einfach den Leuten Geld in die Hand und ja, dann macht mal, dann guckt mal. Das ist ja BGE, dann sind zwar alle versorgt, aber es ist auch kein Sozialstaatsprinzip mehr. Weil weißt du was, das machen wir vielleicht nach dem Interview, diskutieren wir da weiter. Ja, ich freue mich. Ich freue mich ein wenig. Das ist ein wenig abgedriftet, ja, aber das ist okay. Deine drei größten Fails auf Kreis-, Landes- und Bundesebene, wobei ich glaube, wenn du einen Fail nennst, dann reicht das schon. Ein Fail pro Ebene, genau. Oh. Wirklich Fail, was anschließend im Shitstorm geendet hatte, oder? Was du als größten Fail selber betrachtest. Also jetzt nicht von mir selbst, sondern was ich von extern jetzt... Nee, dein eigener größter Fail. Was du als deinen größten Fail betrachtest. Okay. Auf Bundesebene, ich denke mal, die Anmeldung zur Aktiven und das Posten auf dergleichen in der irrigen Hoffnung, dass dort sinnvolles Arbeiten möglich wäre, hatte durchaus negative Mails zur Folge gehabt, obwohl es durchaus sachlich gemeint war und auch geschrieben war. Ansonsten auf Bundesebene war ich eigentlich nie wirklich im Vordergrund, dass ich jetzt wirklich da sagen kann, da habe ich gefailt oder ähnliches. Ich habe zwar Sachen mitgestaltet, aber eigentlich nichts, was ich wirklich als gescheitert mit ansehe. Und auf Kreisebene? Ich wüsste eigentlich jetzt nichts wirklich, wo ich wirklich massiv gefehlt habe. Wenn es jemanden gibt, der meint, dass ich das Ganze habe, darf er es mir gerne mit sagen oder auch gerne mit mir in Manöverkritik. Ansonsten, ich habe eigentlich versucht, Entscheidungen nie wirklich selbst oder für mich irgendwo mit zu treffen. Von daher wäre mir jetzt eigentlich auch nichts bekannt, was dann wirklich dann allein mein Fail mit wäre. Okay. Wie stehst du zu der Schaffung von Antidiskriminierungsbeauftragten? Ich sehe es nicht wirklich als zielführend mit an. Wenn wir wirklich die Gesellschaft erreichen, die wir über Passstände erreichen möchten, dann heißt es aber auch gleichzeitig, dass jeder aufsteht, der sieht, dass etwas nicht so läuft, wie es sein sollte oder sein könnte. Mhm. Das heißt, jeder selbst würde für alle anderen hessischen Piraten Diskriminierungs- oder Antidiskriminierungsbeauftragte mit sein. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nicht unbedingt diese exponierten Personen. Und bis wir dieses Ideal erreicht haben in der Zwischenzeit, ja oder nein, mit dem Diskriminierungsbeauftragten? Ich sehe es als ambivalent an. Sobald wir Antidiskriminierungsbeauftragte haben, werden sich viele zurückziehen. Ja, wieso soll ich mich darum kümmern? Ich sehe zwar, was ich da wird eine Person aufgrund der Herkunft, des Geschlechts, der Religion und sowas mit angegangen, aber wir haben hier Beauftragte, wieso sollte ich mich darum kümmern? Das heißt, es wird so ein bisschen dazu führen, dass man sich selbst damit mit der Fragestellung nicht mehr beschäftigt. Das ist doch jetzt dann anscheinend auch schon der Fall, oder? Sonst bräuchten wir doch von vornherein keinen. Es ist immer die Frage, also wenn ich irgendwas mitbekommen hatte, das diskriminiert wurde, habe ich auch versucht, meine Möglichkeiten da gegenzusteuern, sei es
Ordnungsrufe oder persönliche Ermahnungen, sei es, dass ich ebenfalls das Gleiche, wie die Person angefangen hat zu diskriminieren, an die Person zurückgegeben hatte. Wenn es vorher nicht geholfen hatte, dann wirklich... Wie meinst du zurückgegeben hatte? Wenn eine Person eine andere, was ich angreife, diskriminiert wegen Eigenschaft B. Dann kann man ja die Eigenschaft A, die anscheinend die diskriminierende Person mit hatte, genauso gut auch ins Gegenteil verkehren. Und sie klar darüber auch wieder angreifen. Auf das dann vielleicht sowas wie ein Nachdenken, im Prozess des Nachdenkens angestoßen werden wird. So nicht Shitstorms geboren, ganz kurz? Es kommt darauf an, wie du das Ganze mitmachst und ob das Ganze wirklich dann wirklich ernst mit wahrgenommen wird oder kann man da gegebenenfalls durch Sarkasmus, Ironie oder ähnliches sehr viel mit erreichen. Aber deine Aussage ist jetzt im Endeffekt, dass wenn der Vertrauenspirat ist, also wir wollen nochmal unterscheiden, hier wird ja explizit, das war zu dem Zeitpunkt, als diese Abstimmung war, in der Vorstandssitzung, die Frage das erste Mal gestellt. Da wird ja der Antidiskriminierungsbeauftragte abgelehnt, der auch ein paar Rechte haben sollte. Und dann gibt es jetzt diese Geschichte mit den Vertrauenspiraten, die jetzt eben dann, zwei Leute sind es, glaube ich, die Vertrauenspiraten. Aktuell, ja. Sowohl bei Antidiskriminierungsbeauftragter als auch bei Vertrauenspirat gehe ich jetzt davon aus, denkst du, dadurch, dass wir Beauftragte haben in irgendeiner Form, die für irgendwelche Übergriffe oder für irgendwelche Probleme zuständig sind, dass dadurch halt eben Leute eben sich nicht mehr drum kümmern würden. Also Leute, die sich bisher gekümmert haben. Ja. Würdest du das für dich so sehen? Nein. Würdest du am Stammtisch sagen, dass du für dich sagst, kümmerst dich nicht? Du sagst doch trotzdem, würdest doch trotzdem so, wie du sagst, du machst jetzt den Mund auf, würdest du auch trotzdem bald deinen Mund aufmachen, oder? Würde ich persönlich ja. Andersrum, ich habe es in anderen Themengebieten bisher mitbekommen. Wir haben jetzt einen, was ich quasi offiziell spreche für das Thema, also muss ich mich dazu nicht mehr äußern. Okay. Da ging es um inhaltliche Fragen, also jetzt weniger um das Zwischenmenschliche. Genau. Da sehe ich halt auch die Gefahr, dass wir da ein Stück weit mit verstumpfen. Oder abstumpfen, besser gesagt. Aber wenn du jetzt mitbekommst, dass jemand den anderen zum Beispiel diskriminiert, weil er dick ist, dann würdest du ihn zurückdiskriminieren und du bist zu dünn, oder? Es kommt darauf an, wer das Ganze ist. Wenn es jetzt der Hase Kai ist, der diskriminiert, weil jemand zu dick ist, dann würde ich ihn, glaube ich, nicht unbedingt als zu dünn diskriminieren, aber... Der ist nicht dick. Aber generell würdest du ihn als Erziehungsmaßnahme sozusagen zurückdiskriminieren? Ich würde ihn erstmal versuchen, was ich im persönlichen Gespräch irgendwo... zu erklären, was er eigentlich für ein Mist mitmacht, wenn das Ganze dann immer noch mit fortgesetzt wird, wie sollte er dann auch nicht erfahren, wie er andere Personen mit angreift. Okay. Wenn er es vorher nicht, das Erklären nicht geholfen hatte, dann sehe ich in dem Fall wenig, was jetzt nicht in dem Bereich der Ordnungsmaßnahmen geht, was dann aber sich immer noch, was ich vom Lernen durch Schmerz, also durch, dass er seine Tat irgendwo selbst mit erfährt, mit noch unterscheidet. Aber Unrecht durch Unrecht ist doch kein Recht entstehen. Nein, das nicht. Aber es geht in dem Fall ja auch nicht um Recht schaffen, sondern was ich um das Bewusstsein zu schaffen, wie sich Personen mit äußern, wie sie mit anderen Personen mit umgehen. Okay, also... Wir haben, glaube ich, keine Quoten oder Ähnliches innerhalb der Partei, auf das wir wirklich jemanden diskriminieren könnten, auf das er sich mit einklagen könnte wegen Recht oder Ähnlichem. Ja, schon klar, wenn dann Kai das Kaninchen losgeht und sagt, dass du ihn diskriminierst, weil er zu dick wäre, dann kannst du dich auch kaum verteidigen. Ja, aber Kai hat zuerst jemand anders diskriminiert, weil der auch zu dick ist, oder? Ich glaube, ich möchte Kai da nicht mit reingezogen haben und okay. Ich möchte, dass wir weitergehen. Dürfte ich ihn diskriminieren, weil er schon flauschig ist? Ja, das darfst du. Wie stehst du zu Burschenschaften? Eher ablehnend. Warum? Es gibt durchaus liberale oder offene Burschenschaften. Es gibt aber auch genauso Burschenschaften, oder zumindest nach meinem bisherigen Erfahrungsschatz, ist, dass meistens Burschenschaften eher national, um nicht zu sagen, rechtsgerichtet sind. Mhm. Das sind Personenkreise, mit denen ich ungern etwas zu tun habe. Okay. Soll sich ein LV auch zu Bundesthemen wie zum Beispiel der Kernkraft positionieren? Im Fall der Kernkraft würde ich ganz einfach sagen, okay, wenn jetzt in Berlin ein AKW hochgehen würde, vorausgesetzt dort gäbe es eines, würde uns der Fallout erreichen, ja oder nein? Würde uns was erreichen? Der Fallout. Okay.
Und ich denke mal, das Wetter, die Wetterlage ist meistens so, dass wir durchaus auch in Hessen davon was abbekommen sollten. Wieso sollte sich auch Hessen nicht dazu äußern, wie es sich in dem Fall, was sich im Umgang mit Atomkraft, was sich mit vorstellt? Haben wir in Hessen nicht Atom? Liegt nicht Biblis in Hessen? Biblis so ist in Hessen, ja. Okay. Ja. Also generell soll es sich zu Bundesthemen positionieren. Es kommt darauf an, was es mit ist, ob es wirklich dann auch überhaupt Relevanz für Hessen mit hat. Es hat nicht jedes Bundesthema Relevanz für Hessen in gewisser Form, weil Hessen Teil des Bundes ist? Zum Teil eher finanzielle Aspekte. Also ich denke, beispielsweise den Küstenschutz hat Hessen nicht so viel zu tun. Küstenschutz ist das Bundesthema? Nein, oder? Eben deshalb glaube ich, ist es kein Bundesthema, weil Bayern ja auch nichts mit Küstenschutz hat. Okay. Außerdem haben wir Binnengewässer. Okay, jetzt reicht's. Entlang der Waldsee, ja. Außerdem haben wir den Rhein. Also ich meine, aber ist egal. Aber auch nur zur Hälfte. Und da ist dann Küstenschutz nur in der Schweiz oder so? Weil man da ja von der Schweiz aus über den Rhein nach Deutschland reinkommen kann. In dem Fall ist eher Hochwasserschutz. Ja, das ist dann wieder für was anderes. Ich meinte jetzt illegale Immigration. Ach so, ja. Von den ganzen Schweizern, die alle unbedingt nach Deutschland wollen. Okay. Wie findest du, sollten die Piraten untereinander horizontal und vertikal kommunizieren? Höflich, respektvoll und möglichst viel. Und welches ist da dein bevorzugtes Medium? Es kommt darauf an, ob es ein Thema ist, das relativ kurz behandelt werden kann, innerhalb von 140 Zeichen. Dann Twitter, sei es ein Thema, das eher eine ausführliche Diskussion erfordert und zum Teil differenzierte inhaltliche Standpunkte, dann Mailinglisten, gerne auch persönliche Diskussionen, beispielsweise über Telcos oder Mumble. Also bei mir schwankt es danach, worum geht das letztendlich? Okay. Ist eine Diskussion, die relativ zeitkritisch ist, dann möglichst eine zeitlich synchrone Diskussion. Wenn eine Mailingliste gegebenenfalls, da kann ein Thread auch mal eine Woche mitliegen, ohne dass was passiert. Okay. Bist du eher ein Konsensvorstand oder siehst du deine Funktion darin, auch Kritik zu äußern, beziehungsweise Konflikte manchmal auch zu schüren, um Debatten anzutreiben? Also einen Konflikt zu schüren ist immer schwierig. Es mag helfen. Ich bin davon allerdings nicht überzeugt, dass einfach, weil sich das Schüren eines Konfliktes produktiv mit ist. Ich würde es ungern mitmachen. Ich würde auch ungern ein Vorstand sein, der von sich aus anfängt, Unfrieden in der Partei mitzustiften, nach dem Motto, dann kommt ihr vielleicht in eine inhaltliche Position bald raus. Wir sollten in dem Fall als Konsensvorstand mit agieren. Das heißt, schauen, dass wir möglichst viele Piraten mit einbinden und auf dass diese Entscheidung natürlich noch mitgetragen wird. Beispielsweise wurde in Bayern das Ganze im Konsens versäumt. Es gab anschließend tollen T-Shirts mit blond, blauäugig, einfältig oder ähnlichen, womit das BGE abgelehnt wurde. Es wurde anschließend ein eigener Entscheid auf Landesebene mit initiiert, ob man überhaupt das BGE mittragen möchte oder ähnliches. Mhm. Hätte man vorher sich an der Diskussion stärker beteiligt, wäre es, denke ich mal, schneller und einfacher ausgegangen. Weil interessanterweise wurde der Landesentscheid mit fast der gleichen Prozentzahl entschieden wie der Antrag auf den Bundesparteitag in Offenbach. Okay. Wir sollen dir von Thoma ausrichten, dass du für den Gensek kandidierst und nicht für den politischen Geschäftsführer. Ich glaube, das sollen wir nicht ihm ausrichten. Wir sollen mehr Fragen, glaube ich, in die Richtung stellen. Wir sind ja mit den Fragen fast durch im Pad. Ich meine, hallo Thoma. Dann kommen wir ja direkt auch eigentlich wieder dabei, dass es in die programmatische Entwicklung geht. Wieder nächste Frage wäre, wie siehst du die programmatische Entwicklung der Piraten? Wie findest du, sollten wir uns in Zukunft positionieren? Das ist auch wieder so eine Sache, die jetzt, sag ich mal, gar nicht mal mit deiner Aufgabe im Vorstand zu tun hat, aber du hast die Flaschenpost-Fragen da reingepostet, das erste Mal ins Bett. Du hast Fragen gesucht, ich habe dir welche gegeben, die es bisher gab. Also, Entschuldigung. Und das Ganze sollte eigentlich auch durchaus für alle Vorstandskandidaten geeignet sein.
Und da habt ihr, glaube ich, auch Vorsitzende oder politische Geschäftsführer mit dabei gehabt. Klimatische Entwicklung der Piraten. Also ich würde es nicht jetzt zur Diskussion Kernis gegen Fodis kommen, sondern es kommt darauf an, was wollen die Mitglieder, welche Themen werden beackert, was ist gegebenenfalls Kernthema, was war Kernthema, was wird noch vorangetrieben, wo gegebenenfalls sehen wir ein Themengebiet als ausreichend abgedeckt mit an. Ich kann mir vielleicht eine Entwicklung in bestimmten Bereichen wünschen, aber das war es auch und ich muss da jetzt keine Entwicklung vorantreiben. Ich kann, wie jeder andere Pirat, auch Anträge über sich zum Landesparteitag stellen, werde das auch noch mit tun, aber darüber hinaus habe ich auch nicht mehr Macht oder mehr Entscheidungsgewalt. Noch eine Frage von Twitter. Wie stehst du zur Frauenquote? Ich lehne eine Frauen- oder auch eine Geschlechterquote generell mit ab. Die jetzigen Kandidaten für den Vorstand sind doch zu, ich hatte die Liste nicht genau im Kopf, 90% Männer. Nur nee. Nicole Staubus ist. Wenn ich nicht ganz falsch liege. Ist noch Doris Auer oder Anger heißt sie, die für den stellvertretenden Vorsitz kandidiert. Okay. Kandidiert oder vorgeschlagen wurde? Die kandidiert, glaube ich. Also sie stand in der Kandidatenliste. Ich habe nur gesehen, dass sie eingetragen wurde, aber keiner konnte mir irgendwas zu der Person mit sagen oder stand auch irgendwo nichts mit dabei. Angenommen, sie würde nicht kandidieren. Du hattest doch vorhin das Beispiel gebracht, dass wenn nur Männer bei einem, bei wo nochmal arbeiten? Bei einem. Sei es in der Autowerkstatt oder gegebenenfalls nur Frauen im Büro. Ja, dass wenn nur Männer in der Autowerkstatt arbeiten würden, dass dann die Pin-Up-Kalender rausgeholt werden würden. Würdest du zugunsten von Nicole Staubus zurückziehen, damit wir eine Frau im Vorstand haben, vorausgesetzt die stellvertretende. Der stellvertretende Vorsitzende und keine Frau? Ich glaube, wir haben da ganz leichte Differenzen in Bezug auf das Verständnis von Demokratie. Wir beide? Ja. Okay. Also zumindest, wenn du jetzt diese Frage wirklich für dich ernst gemeint gestellt hast. Ich meine, letztendlich entscheidet nicht ich, wer auf eine bestimmte Position gewählt wird oder auch nicht, sondern das macht der Landesparteitag. Und diese Entscheidung möchte ich im Landesparteitag nicht vorwegnehmen. Aber ein Landesvorstand könnte besser arbeiten, wenn sowohl Männer als auch Frauen drin vorkommen? Ja. Und wenn die einzige andere Frau für das gleiche Amt kandidieren würde wie du, würdest du nicht zurückziehen und in Kauf nehmen, dass es nur einen Männervorstand gibt? Und dann auch in Kauf nehmen, dass der Vorstand in einem Jahr mit zwei Wahlen vielleicht doch nicht so toll... Ah nee, ist der davor. Aber dann doch, eventuell. Das ja mit den zwei Wahlen jetzt. Ach so, dann in Kauf nehmen, dass ein Vorstand nicht ganz so ideal aufgestellt wäre, aus Mangel an Frauen, wie es sein könnte. Dann ist es nicht meine Entscheidung, sondern die Entscheidung des Landesparteitages. Okay. Gut. Also deine Frage ist jetzt, bezieht sich für mich jetzt in der Hinsicht, würdest du, was ich nur aufgrund deines Geschlechtes oder aufgrund der Eignung mit zurückziehen? Beispielsweise jetzt. Das geht doch Hand in Hand, dachte ich. Weil nochmal in deinem Beispiel, du meintest ja, du hast ja selber gesagt, dass man in gemischten Teams am besten arbeitet. Ja. Von daher kommt doch dann offensichtlich das Geschlecht auch mit irgendeiner Eignung in das Team. Du hast zum Teil eine andere Sichtweise. Es kommt immer darauf an, was ich spreche mit von konkreten Personen oder vom Klischeebild. Wir können von einer konkreten Person sprechen, können ja von Nicole Staubus sprechen. Als alternativer Kandidat? Ja, ich habe nichts gegen Nicole, im Gegenteil. Also ich muss das Amt nicht mit ausüben. Letztendlich ist es sowieso nicht meine Entscheidung, ob ich möchte oder nicht. Mhm. Ich kann es dem Landesparteitag anbieten, dass ich das Ganze nicht mehr, was ich in der Mitgliederverwaltung, sondern was ich in dem Fall als Verantwortliche für die Mitgliederverwaltung mit übernehme. Und das war es auch schon. Okay. Aber auf die Personalzusammensetzung des Vorstandes habe ich abgesehen von meiner Kandidatur relativ wenig Einfluss, außer dass ich wahrscheinlich auch einen Stimmzettel ausfüllen werde. Okay. Wie stehst du zur Trennung von Amt und Mandat? Finde ich wichtig. Wenn wir wirklich dann eine Mitmachpartei bleiben wollen, in der Vorstände sich nach der Basis richten, wird es sehr schwierig, Vorstände, die Vollzeit bezahlt sind, dafür, dass sie Pirat sind,
Gleichzeitig noch ein Vorstandsämter zu heben. Das heißt, sie haben sehr viele Möglichkeiten, sich zu positionieren oder gegebenenfalls eine Agenda mit voranzutreiben, die sie gleichzeitig auch im entsprechenden Parlament innehaben oder einnehmen könnten, was gegebenenfalls persönliche oder ähnliche Vorteile mit hat, die ein normaler Basispirat nicht mit hat. Okay. Mit dem Hintergrund beispielsweise habe ich auch diesen Grundeinkommenentwurf von Jonas Bonada sehr kritisch gesehen. Wäre er jetzt nicht im Bundesvorstand gewesen, hätte er das Ganze auch durchbekommen, dass andere Piraten für ihn sammeln, auf dass er Vollzeit für die Piraten tätig sein könnte? Das weiß ich nicht. Klar hat das die Wahrscheinlichkeit erhöht. Wobei bei Johannes ist halt, er war vorher für BGE schon stark aktiv und halt dafür bekannt. Die Frage ist, ob da als Person nicht Johannes schon irgendwie eine Möglichkeit gehabt hätte, da auch ohne seinen Bundesvorstands. Ja, die Frage ist auch, ob die AGE so nachgehakt hätte, wenn er nicht im Bundesvorstand wäre. Ja, das kommt auch wieder hin, aber das ist egal. Das ist egal, das stimmt schon. Wahrscheinlich wäre es gar nicht zu diesem Eklat gekommen in der Form. Machen wir die Abschlussfrage? Die Abschlussfrage wäre dann jetzt, wie stellst du dir die Zusammenarbeit zwischen einer eventuellen Landtagsfraktion, der Basis und dem Landesvorstand vor? Oh, ich habe eine Frage im Chat vergessen. Im Chat? Ja, die ist also natürlich wichtiger. Nee, mach zuerst die. Möchtest du? Die Arbeit zwischen Fraktionen, Vorstand und Basis. Basis vor allen Dingen dann, ja. Ich würde den Vorstand jetzt nicht unbedingt als Arbeitsmedium mit sehen, sondern als Multiplikator, als Kommunikator von gegebenenfalls aus der Fraktion zur Basis, wenn überhaupt nötig. Ansonsten würde ich den Vorstand ja schon mit, soweit es geht, heraushalten. Es sei denn, es geht um die Kommunikation von Beschlüssen einer Mitgliederversammlung, sei es eines Landesparteitags oder ähnlichen, was dann gegebenenfalls Einfluss auf die Fraktion mit haben könnte. Mhm. Natürlich wäre das wünschenswert, wenn sich eine Fraktion, egal auf welcher Gliederungsebene, nach dem Willen oder dem Votum der Meinung der Basis mitrichtet. Letztendlich haben wir allerdings darauf keinen Einfluss. Laut Grundgesetz ist ein Abgeordneter frei in seiner Entscheidung und nur an sein Gewissen gebunden. Dahingehend haben wir sowieso relativ wenig Handhabe, wenn die Fraktion etwas anderes möchte als der Rest der Partei. Das ist klar. Hast du eine Schulung in Sage gemacht? Nein, habe ich bislang nicht. Hast du es vor? Ich würde gerne. Aber es hat sich noch nicht die Möglichkeit geboten. Nein, ich habe bislang auch keinen Sage-Account. Ich sollte ihn seit April bekommen. Leider. Wartest du noch vergeblich? Ja, leider ja. Okay, dann warum sollten wir gerade dich wählen? Weil ihr es möchtet. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, auch mehr Freizeit zu haben. Ich kann anbieten, dass ich für das nächste Jahr für die Piratenpartei, was ich die Verwaltung halbwegs sauber halte, genauso wie ich es auch jetzt in der Mitgliederverwaltung tun kann. Ich kann nur sagen, was ich, okay, ich habe das Ganze bislang gemacht, ich weiß grob, woran es ankommt, ich kann das auch gerne, was ich in der Hinsicht auf den Wechsel zur nächsten Verwaltungssoftware CSH übertragen. Okay. Das war jetzt die Sache, du hast es gemacht ohne Vorstandsamt. Das habe ich auch Nicole noch gefragt. Dann wären wir aber, glaube ich, wirklich durch, weil dann ist auch viel zu dunkel. Dann musst du nämlich gehen. Soll ich kurz sicher machen? Nein. Okay. Die eine Minute macht es jetzt auch nicht. Ja. Der Punkt ist, Nicole hat gesagt, sie steht weiterhin auch zur Verfügung, wenn sie nicht gewählt werden würde, für die Mitgliedsverwaltung. Würdest du weiter als Beauftragter für die Mitgliedsverwaltung zur Verfügung stehen, wenn du nicht Generalsekretär werden solltest? Das hatte ich vorhin schon gesagt, ja. Dann ist ja super. Ja. Okay. So. Okay. Da ist noch eine Frage im Chat aufgetaucht, beziehungsweise eine Anmerkung. Ja. Ich weiß nicht, wer annehmend ist. Es wäre schön, wenn ich annehmend benennen würde. Okay, also dann, die blaue Person im Chat, bitte. Okay. Was hat der Kreis Genseck mit Sage zu schaffen? Wo gab es da bereits Schulungen? Es gab Schulungen für Kreis Schatzmeister. Okay. Aber nicht für Kreis Genseck. Oder das Ganze war ebenfalls, bevor ich dahin gewählt wurde. Dann war das Abschlusswort. Ich glaube auch. Sonntag. Okay. Wir sollten noch unsere beiden treuesten Zuschauer grüßen, glaube ich. Ich glaube, Andy Hesse und Angel Light haben jedes einzelne Interview angeguckt.
Oha. Nein, Andy Hesse hat das im Nachhinein teilweise nur geguckt. Ich glaube, Angelite war bei jedem dabei. Okay, dann einmal Angelite grüßen. Schönen Gruß so. Und auch dann den Herrn Hesse in ein paar Tagen. Okay. Einen schönen Abend euch noch, wenn man noch was von uns sieht, und wir schalten immer ab. Bis dann. Tschüss.